Moin Leute, ich habe euch heute mal wieder ein paar Projekte rausgesucht. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie so lange nichts kam. Ja, einerseits suche ich mir immer noch nebenbei ein paar Clips raus aus den Talks mit Varo E. Da waren ja einige mit dabei und den Livestream. Andererseits ist jetzt auch bald der Start von Varox. Einige machen da auch mit. Der Discord müsste in der Beschreibung sein. Ja, und ich wurde halt auch in der letzten Zeit auch zu einigen Projekten eingeladen, um mir die anzugucken. Die erwähne ich heute auch. Ja, dabei habe ich sehr viele grauenhafte Projekte gefunden, die so unterirdisch sind, dass es halt traurig ist, sie überhaupt hier zu erwähnen. Und das eine oder andere Bessere ist natürlich auch noch mit dabei. So, fangen wir mit einem grauenhaften an. Norris Varo 7. So, gestartet mit dem schlechtesten Projekt, was ich je gespielt habe. Und das ist wirklich sogar weit, weit hinter Dead Varo. Ja, muss ich einfach sagen. Also Norris Varo 7 ist halt der absolute Rotz. Es hat absolut nichts funktioniert. Und das Projekt läuft wie das davor eigentlich gar nicht gut so. Aber um halt anzufangen, fange ich am Starttag an. Ich wurde am Starttag von Norris Varo Owner Leonard BE angeschrieben. Und der hat mich halt nahezu angebettelt, bei Norris Varo 7 mitzuspielen, weil er halt unbedingt wollte: Sturmi, mach doch mal mit, ich zeig dir, dass alles besser ist. Ich war eigentlich dagegen, weil halt das letzte absolut Trash war und er mich eigentlich nur beleidigt, wenn wir schreiben. Ja, aber ich habe dann gesagt, ach komm, trag mich einfach ein, wenn ich Zeit habe, komme ich, wenn nicht, dann nicht. Und ich habe dann halt aufgenommen mit dem Unlustig-Team. Das Ganze war ein Solo-Projekt, was um 19 Uhr gestartet ist. Plus minus 5 Minuten, weil wieso sollte man pünktlich starten? Neben derselben hässlichen Lobby wie immer, war halt auch wieder so eine gewisse Toxigkeit mit bei. Also im Chat wurde wieder beleidigt. Ja. Ich wurde dann während des Startes dann auch noch zur Arbeit gestummt, alle anderen haben weitergeschrieben, außer mir. Das war dann so schon so ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Nach dem Start, oder als es zum Start wurden halt alle ihren Spawnlöcher teleportiert. Und das war dann tatsächlich auch das Einzige, was an den Tag geklappt hat. Denn nach dem Start hat einfach jeder Spieler Stuff bekommen, da er eigentlich zu einem Meetup gehört hat. Ja, und an der Stelle sei angebracht, wie kann man so vorsichtig formuliert inkompetent sein und verkackt sowas? Also, wieso ist man so blöd und lässt einfach, ja, wieso lässt man das Meetup-Zeug drin und kann das nicht deaktivieren? Das ist das siebte Varo-Projekt und du hast da ein Team. Und ihr kriegt das einfach nicht hin, einzurichten, dass alle vernünftig spielen können. So, ich verstehe das nicht. Ja, danach wurden halt alle gecleared, aber es war halt im Chat und im Discord großer Unmut, weil halt nicht jeder mit zufrieden waren und eigentlich wollten alle einen Restart. Ja, ich bin dann, nachdem mich einige Gegner verfolgt haben, zum Spawn gelaufen und habe mich dann im Nether versteckt. Danach hatte ich mich dann, nachdem sich alle beschwert hatten, auch im Chat mal beschwert, dass es halt nicht sein kann und wurde direkt vom Owner Leonard BE gebannt. Ja, Kritikfreundlichkeit an der Stelle. Ja, danach ist er auf Nachfragen mehrerer Spieler und mir so darauf eingegangen, dass er meinte, dass er mich von vornherein bannen wollte. Ja, hat er dann im Endeffekt auch gemacht und ja, keine Ahnung, wie man so lächerlich sein kann. Also es ist wirklich absolut lächerlich, was er da abgezogen hat. Also erst bettelt er mich an, dann macht er ein zweites Mal den Start so absolut scheiße, dass nichts funktioniert und dann bannt er mich einfach, damit ich nichts sage. Danach habe ich ihn auf dem Cookie Discord reportet und er hat es halt feige auf sein Team abgeschoben. Ich habe halt gesagt, jo, ich wurde gebannt. Dann Leonard B. hat einfach gesagt, jo, war mein Team. Aber ich sage keinen Namen, also könnt ihr mir nichts nachweisen. Ja, das Cookie-Team wollte ihn dann jetzt natürlich auch nicht bannen, weil so sollte man auch. Ja, er hat auch mehrfach klar zugegeben, dass er mich bannen wollte. Da habe ich auch Screenshots angegeben, aber ja, wieso auch? Wieso muss man auch schon auf Beweise eingehen, wenn man auch einfach sagen kann, nö. Also, meine Empfehlung jetzt natürlich an alle Varo-Owner, die wir haben, die das sehen. Wenn ihr Admin-Abuse betreiben wollt, bannt einfach Leute und schiebt es auf irgendeine Gruppe, aber sagt keinen Namen. Also, keine Ahnung, nehmt euch ein Team von 4, 5 Leuten, sagt, ja, das war halt einer von denen, aber sagt nicht, wer von diesen 4, 5 Leuten es war.
Und dann könnt ihr einfach nicht gebannt werden, denn Cookie bannt sowas nicht und euch kann nichts passieren. Also macht es wie Leonard B. und es ist super. Ja, also der Restart wurde dann halt entgegen der Mehrheit eine Stunde später angesetzt und verlief halt genauso schlecht. Und es wurden halt im Chat mehrfach nationalsozialistische Begriffe geschrieben, was für Leonard B.E. natürlich komplett okay ist, denn Leonard B.E. steht auf sowas. So, ja, diese wurden halt vom Norris-Ware-Owner nebenbei hingenommen. Er hat sie akzeptiert und nicht gebannt. Er hat die User auch nicht gestummt. Ich verweise hier nochmal auf Paragraph 130 Artikel 2 des Strafgesetzbuches, bekannt unter Volksverhetzung, die Billigung und öffentliche Zurschaustellung für Minderjährige ist strafbar. Aber er ist ein toller Anwalt. Und ja, also deshalb möchte er gerne Anwalt, der zu viel Suits geguckt hat. Und ich glaube, als Anwalt sollte man schon mal sowas wie Volksverhetzung kennen. Und meine objektive Meinung ist, dass er ein Neonazi ist. Ganz ehrlich. So. Und wieso sage ich das? Weil er ein Volksverhetzer ist. Und das hat er mehrfach zur Schau getan. Und das wurde halt auch durch viele Aussagen von ihm auf dem Cookie-Discord gestützt. Unter anderem schuldigt er Leute nicht nur, dass sie angeblich den Holocaust leugnen würden, tut dies tatsächlich auch selber. Kleiner Hinweis an der Stelle, Paragraph 187 des Strafgesetzbuches, Verleumdung. Wenn man anderen Leuten Volksverhetzung oder andere Straftaten unterstellt und weiß, die haben das gar nicht getan, ist das eine Straftat. Sollte er es Anwalt natürlich auch kennen. An der Stelle ebenfalls angebracht sei Paragraph 130 Artikel 1 Fall 2, dass er gesagt hat, er würde mich jetzt in jedem Gespräch als jemand repräsentieren, der Taten in einem Konzentrationslager vollbracht hat. Also sagen würde, ich habe damals im Dritten Reich mitgeholfen, was ebenfalls eine Straftat ist und Volksverhetzung wäre. Das interessiert ihn also nicht. Also wir haben jetzt einen Owner, der einen volksverhetzenden, verleumdenden, schlechten Owner, der aus Spaß an der Freude mich gebannt hat. Und natürlich auch noch andere Leute wie Kata PvP. Man sollte sich halt überlegen, ob man mit so einer Person weiter in Kontakt haben sollte und auf seinem Server mitspielen sollte. Für andere Leute, die rechtsextremistische Aussagen mögen, wäre das natürlich was Gutes. Aber dann würde ich mich an eurer Stelle mit Leonard B. austauschen, denn ich bin absolut dagegen, gegen Rechtsextremismus. Und ich glaube, da sollten wir uns alle einig sein und ja, nicht Leonard B. weiter seine rechten Taten im Netz verbreiten lassen und gegen Volksverhetzung auch vorgehen. Ja, alles in allem ist bisher alles schiefgelaufen und das Projekt war so schlecht, dass selbst Z-Varo 10 hingegen wie ein richtiges Varo aussah. Er selbst kann auch nicht mal den Discord einrichten. Man kann sich immer noch anmelden für das Projekt, obwohl es schon längst gestartet ist. Also, ja, keine Ahnung, wieso man so ein Projekt spielt, wieso man so ein Projekt leitet. Und um mich abzuregen, gehen wir zum nächsten Projekt. Unlustig Varo 2. Um wieder etwas runterzukommen, bringe ich jetzt erstmal wieder ein positives Beispiel, besseres Projekt an. Das heißt Unlustig Varo 2. Geleitet wird das Projekt von Pfirsichfisch, toxischen Spielern wie 23 Nico und Obermotiviert. Pfirsichfisch hat das natürlich alles super gemacht, nein, Spaß. Also er hat das gut geleitet auf jeden Fall. Obermotiviert nat war natürlich auch ab und zu mal da, aber ist halt wie bei Mega-Events, dass gewisse Leiter wie Univoch nichts tun. Also obwohl Obermotiviert den Discord immer mal gegründet hat, machen eigentlich zurzeit alles Pfirsichfisch, Lucky und Syntox und natürlich die grandiosen Supporter. Also einfach mal raufschauen, dann seht ihr die ja. Unter Umständen gab es halt beim ersten Start ein Problem, da ein Spieler namens Akuyo, den kennen vielleicht einige, sich dachte, boah, ich crash mal den Server. Ja, ist natürlich nicht gut. Ja, der Start wurde dann 2 Tage nach hinten verschoben. Dazu kann man sagen, Sakuyo wurde dann auch bei Cookie reported und bei Cookie gebannt. Wollte letztens auch einen Bannungsantrag stellen, aber ich glaube, wenn man mit Absicht einen Server crasht, ist man auch selbst schuld. Und dann sollte man auch einfach still sein und seinen Bann von 2 Monaten hinnehmen. Sakuyo, wenn du das siehst, auf dich daneben zu benehmen. Der Start wurde dann 2 Tage nach hinten verschoben und dann hat auch alles geklappt. Yukishi hat dann, glaube ich, 2 Tagen 16 Kills gemacht und ist dann Nessa an Fall Damage gestorben. Ansonsten zum Projekt, ja, es ging jetzt nicht allzu lange, eine Woche, anderthalb, war aber eigentlich ganz nett.
Positiv war zudem, dass es keine Hacker gab, im Gegensatz zu Mega-Events zum Beispiel. Hust, hust. Der Support war natürlich einfach umwerfen. Gott, wer schreibt meine Notizen? Und das Team hat sich eigentlich um alles gekümmert. Also es gab keine Probleme aus der Community. Der Server lief flüssig, was man jetzt von Dead Varo oder Norris Varo nicht kennt. Am Ende hat der Nether noch etwas rumgebuggt, aber sonst lief es gut. Ich glaube, da hat jetzt niemand groß gestört. Ein Spieler namens Rumba Klumba musste sich natürlich noch aufspielen und hat sich dann umbringen lassen, weil er halt es einem Teammitglied nicht gegönnt hat, das jetzt im Team zu sein. Ja, das ist natürlich seine Sache, dass man dann wieder so toxisch reagieren muss. Ja, das Projekt haben dann zum zweiten Mal Sucker als My Waifu und bei Slazy gewonnen. Und bis auf Rumba waren alle zufrieden, aber sonst war es ein gutes Projekt und ich kann es euch empfehlen, denn wenn ich das richtig verstanden habe, planen die jetzt auch demnächst Projekte wie Unnützig Varo 3 und noch ein paar Zwischenprojekte. Der Discord ist in der Beschreibung, schaut einfach mal vorbei. So, Dead Varo Short 2. Ja, viele kennen ja meine Schwierigkeiten mit dem Dead Varo Team. Mir wurde halt dennoch unter anderem Livestream angeboten, bei Dead Varo Short 2 mitzuspielen. Zum Start, der war am 8. Mai 2021, hatte ich keine Zeit. Jedoch hat der Server auch ohne meine Anwesenheit Probleme gehabt, denn ich musste nicht mal da sein, wie bei Norris Varo, dass das nicht funktioniert. Ja, also nach circa 5 Minuten ist der Dead Varo Server dann gecrashed. Also der an der Stelle angebracht wäre zum Beispiel eine DDoS Protection. Wow! Ja. Also, das war natürlich ein Problem. Alle Spieler, die gestorben sind, wurden wiederbelebt, wenigstens etwas Gutes. Ja, also dann gab es viele Beschwerden auch von Spielern, denn die Eisenrate wurde auf minus 5 gestellt. Man hat gar nichts gefunden. Ich habe ja selber mitgespielt und ich habe es auch im Chat gesehen. Wenn man zwei oder drei Eisen gefunden hat, sind die zwei, drei Eisen direkt wieder für eine Spitzhacke draufgegangen. Also man hat pro Spitzhacke ungefähr eine neue Spitzhacke Eisen gefunden. Die Dia-Rate soll jetzt theoretisch auch gering sein und ist trotzdem wieder mit fast voll Dia rumgelaufen. Zudem gab es eigentlich kaum Zuckerrohr, man hat Startzuckerrohr gehabt. Ich selbst habe natürlich trotzdem Zuckerrohr gefunden, weil die Map war natürlich nicht gut eingestellt. Ich weiß auch nicht, hier kann ja nicht so schwer sein. Also der Support war relativ unnötig, denn Pfirsichfisch hatte sich zum Beispiel zu einem 1v1 verabredet im Chat. Und dann kam halt, also der war dann da, wollte fighten und auf einmal ist halt das ganze Team von dem Typen gejoint, dann war es auf einmal 5 gegen 1. Ja, Pfirsichfisch wurde dann, hat sich dann, nachdem er beim Weglaufen ausgeloggt und der Support hat gesagt, ja, können wir nichts machen. Ja, war halt eine Regellücke, weil er selbst, oder selbst wurde halt so dargestellt vom Team, dass die da nichts machen können. Ja, selbst schuld, wurden wir halt nicht supported. Aber das ist ja Juis Sache, wenn er die einstellt. Die Map war zudem mies verbuggt und es gibt halt viele Regellücken, die einfach dreist ausgenutzt werden vom Team. Also in einer Folge bin ich auch gespawnt, also ich bin auf dem Server gejoint und auf einmal stand ein Teammitglied Timmer G neben mir und in meinen Gang und ich bin dann halt ein paar Blöcke weggegangen und hätte den Server vorzeitig verlassen. Ja. Und also erstmal war es komisch, dass er auf einmal in meinen Gang steht. Zudem war es, musste man anbringen, dass mein Mate gestorben ist, weil er sich ausgeloggt hatte, da Gegner hinter ihm waren, wegen Deathlogging. Aber wenn es Teammitglieder wie Tim AG machen, ist das nicht der Fall. Ich verstehe es nicht ganz. Aber das ist ja Dead Varo Team, Doppelmoral. Spieler werden bevorzugt, andere Spieler werden benachteiligt, nur weil sie mit mir im Team sind. Man sollte ebenfalls anbringen, dass der Mod Fujiway einfach nur dreist ist. Er hatte einen Spieler angeschrieben, nachdem dieser Dead Varo getötet wurde. Und er hat sich über ihn lustig gemacht und sich gefreut darüber, dass er gestorben ist. Guck noch mal kurz in den Chatverlauf rein. Fujiway hat einem Spieler geschrieben, nicer Tod XD, du bist am Pad gestorben, nice King L. Dann hat er darauf geantwortet, was willst du jetzt? Fujiway hat geschrieben, nichts, dir nur Glückwunsch zum Tod von Dead Varo sagen. Und dann hat er geschrieben, ich freue mich für dich. Der Spieler hat dann geschrieben, ja, dann lass mich in Ruhe. Und Fujiway hat gesagt, nein. Und ich finde das dreist. Also man sollte als Mod über solchen Dingen stehen und dann schreibt man nicht einfach Spieler an und Glückwünscht den zum Tod und freut sich darüber. Also ich meine, was ist los mit dir? So, wie toxisch kann man sein mit 12? Zudem hat er auch mich mehrfach angeschrieben, ob wir fighten wollen. Ich habe einfach mehrfach gesagt, nein, aber trotzdem mich weiter abgefuckt.
Ja, und hat einfach nicht nachgelassen. Ich bin dann halt nach der ersten Massenaufnahme gejoint und war direkt am Spawn, was komplett komisch war, denn eigentlich war ich über 600 Blöcke von der Border weg. Ja, interessiert das Team natürlich nicht. In meiner Schutzzeit wurde ich dann direkt von dem Team gefokust und dann natürlich auch getötet, weil ich kann ja nicht wegkommen. Als ich dann auf den Discord gucken wollte, hatte ich auf einmal den Teilnehmerrang nicht mehr, konnte also nicht nachgucken, wieso ich denn nun am Spawn gespawnt bin, wieso ich jetzt gebannt wurde, wieso ich jetzt gestorben bin, wusste ich nicht, wurde mir der Teilnehmerrang entfernt. Ich fand es etwas dreist, jetzt direkt am Spawn zu spawnen, obwohl ich weit weg von der Border war. Das sieht man auch in meinen Aufnahmen. Und im Endeffekt, ja, also das Dead Varo Team hat verkackt, die Map einzustellen, sich eine Deboss Protection zu holen und die Teammitglieder nutzen halt dreist ihre Rechte aus. Die Regeln sind relativ löchrig formuliert und es gibt viele Regellücken, die ausgenutzt werden. Aber man muss halt sagen, ich finde das Konzept TO6 gut, also 6er Teams gut. Und man kann da auf jeden Fall eine Steigerung zu Dead Varo zählen. Vielleicht müsste man ein paar mehr Projekte machen, denn zurzeit läuft immer noch vieles schief. Nicht so viel wie bei Dead Varo 10, aber es ist schon besser. Und ich sage nicht, dass der Dewey dran schuld ist, sondern sein Team ist für den Arsch und sie beleidigen Spieler, sie unterdrücken andere und das ist einfach nicht, ist kein gutes Team und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wieso er die eingestellt hat, aber es ist seine Sache, ob man jetzt Tim AG, FruityBay und so ähnliche im Team lässt und das halt weiter das Projekt runterziehen lässt. Kingsec Varo. Kingsec Varo ist ein sehr unbeliebtes Projekt. Ich habe jetzt einfach mal eine Storytime von einem Spieler. Der hat zwei von drei Kingsec-Projekten mitgemacht. Ich habe auch noch von wem anders da mal was mit drin. Es gab bei beiden Projekten viele Fehler. Denn bei Kingsec Varo 2, das war das erste, wo mitgespielt wurde, wurde das ganze Varo erstmal zweimal restartet. Ja, nach den zwei Restart gab es natürlich immer noch Lags, sehr starke Lags. Es haben teilweise ganze Chunks gefehlt und es waren in der Luft random Blöcke platziert. Ja, die Schutzzeit wurde dann auch einfach, weil der Owner sich halt gedacht hat, ja, ich habe jetzt mal Bock drauf, das und will nicht, dass so viele sterben, auf 15 Minuten gesetzt. Hat er 4 Minuten vor Start angekündigt, darf er natürlich machen, ist natürlich dreist. Chillige 15 Minuten Spawnzeit und der Server laggt. Ich glaub's ja auch. Ja, zudem wusste der Owner irgendwie nicht ganz, wie man das Cookie-Plugin einstellt. Da habe ich einige Owner, Norris Ware, der Norris Ware Owner zum Beispiel auch. Grüße gehen nicht raus. Ja, und deswegen muss der Teilnehmer fragen. Neben den Lags verlief der Start dann weitestgehend okay. Also es kam halt immer wieder zu Lags. Dann wurde er, oh Gott, ich habe Screenshot. Dann wurde der Spawn eines Tages mit Lava und Wasser geflutet, sodass man halt nicht mehr ins Portal kam. Und da gibt es einen richtig schönen Screenshot und also das sieht echt dumm aus. Und der Owner hat sich dann beschwert, dass es das ja von Spielern sein und hat es dann und deswegen hat er es nicht entfernt und hat dann einfach Wasser über die Lava geschüttet und ja. Und dann hatte man einen riesigen Steinkasten als Spawn. Chillig, Owner. Also, wenn die Spieler schuld sind, dann machst du einfach nichts. Ich glaub's ja auch. Also relativ komisch und zudem wurde die Blutrauschregel nicht eingehalten. Die Blutrauschregel ist, dass man nach einer gewissen Anzahl von Folgen fighten muss. So, also Regeln wurden nicht eingehalten und der Owner hat wieder nichts gemacht. Also er hat die Spieler nicht mehr weggestrikt. Boah, chillig. Wieso sollte man sich an seine eigenen Regeln halten? Stimmt's, Mega-Events? Wir hatten ein, ja und dann hat das Team halt gefightet, ist gestorben, weil es halt einfach keinen Bock mehr gemacht. Dann haben noch am Ende 4 Teams gelebt. Und der Owner dachte sich, ach komm, ich mache das Finale erst 2 Wochen später. Ja, also es war eigentlich auch nur eine Woche, aber so, wir wollen ja übertreiben. Ja, in dieser Zeit ist natürlich keiner gestorben. Und am Ende wurde dann halt ein Finale mit 3 Teams gemacht. Muss man drüber, kann man drüber streiten, wie, ob es sich lohnt, mit 3 Teams ein Finale zu spielen. War halt Kacke. Nächstes, Kingsick Varo 3, also das ist ja das ist einfach anschließend. Ja, und Kingsec Varo 3 kam es wieder zu Lags, weil das ist immer noch derselbe Server und der wurde natürlich nicht eingerichtet. Man hat das ganze Varo über 6 Mal neu gestartet, ich glaube bis zu 10 Mal. Doch anstatt das Varo halt abzusagen, wurde es weiter restartet. Der Owner wollte eigentlich auch einen neuen Server kaufen, hat er nicht gemacht. Ja, und so wird seit drei
Projekten, also Kings Game auch 1, 2 und 3 auf dem Legacy-Server gespielt. Zurzeit läuft das Varo noch. Ja, aber das. Und die haben es halt nach dem 10. Restart auch mal hinbekommen. Also erstmal raus an der Stelle. Ja, beim 3. und 4. Restart hat dann eine Person den Server gecrashed. Ja. Chillig. Vielleicht war es der Sakuyu, der ist ja dafür bekannt. Ja, und zurzeit, also, es machen auch nur die Hälfte der angemeldeten Teilnehmer mit, weil ja halt alle abgefuckt sind. Und ich, keine Ahnung, verschiebe halt das Projekt, aber mach nicht so einen Scheiß so. Ja, meiner Meinung nach sollten die, und ich glaube, viele Leute, selbst FootyWare hat mich angeschrieben, sollten die Leute einfach kein Varo hosten. Und besonders zeigt sich das, wenn man sowas nicht kann. Und ganz ehrlich, lasst einfach Varo-Projekte sein. Ihr könnt das nicht und nennt euch auch nicht Kingsake Varo. Also selten schlechtere Projekte gesehen und bitte lasst es einfach. Danke. Nächstes Fake Varo. Ja, wie fängt man da nicht an? Das ist ein großes, großes Trash-Projekt. Der Cisco-Server ist gar nicht so alt, zumindest machen sie noch nicht so lange Werbung. Man hat natürlich direkt einen Varo veranstaltet, was nach eigenen Aussagen ein Fun-Varo war. Ja, die Owner waren vorsichtig gesagt etwas inkompetent und konnten halt nicht mal das Plugin selbst einstellen. Deshalb hat man auf eine ältere Version zugegriffen, die ihnen zugeschickt wurde. Gewisse Leute vom Faro-Team unter anderem haben ihnen dann geraten, in die Regeln zu schreiben, dass sie für Admin-Abuse nicht reported werden können. Problem war nur, sie haben das nicht richtig gekennzeichnet und konnten trotzdem reported werden. Und es gab halt keine vernünftigen Regeln. Ja, blöd, wenn man keine Regeln schreiben kann. So. Grüße an Mega-Events, die keine Regeln haben. Also, ja, im Projekt hat die Leitung dann fett reingetrollt. Der Owner hat sich mehr, er wurde mehrfach getötet und hat sich einfach wieder neu, hat sich neu wiederbelebt. Er hat sich auch einmal Stuff gecheatet und gegen Opa motiviert gefightet. Also er hat ihn einfach von hinten angegriffen, als der noch gelootet hat von Pfirsichfisch. Hat ihn angegriffen und hat er da, dann hat Opa halt mitgespielt und hat er mies auf die Schnauze gegeben. Und das war halt schon relativ traurig. Das Team wollte ihn dann halt auch davon abhalten und es war einfach lächerlich. Also dann gibt es eine Aufnahme, wo die einfach im Game Mode alle hin und her fliegen. Luca Clapdew wurde dann bei Cookie reported und 2 Wochen wegen Admin Abuse gebannt, weil es halt zugegeben hat, nur 2 Wochen. Aber es ist halt einfach dumm. In den nachfolgenden Projekten haben die dann wieder Ähnliches gemacht, aber ich glaube, jeder sollte jetzt wissen, wie lächerlich Fake Varo ist. Und I mean, sie können das Plugin nicht einrichten, sie können keine Regeln schreiben und die Admins, die trollen die Spieler. Und im Endeffekt sucht euch bessere Projekte, aber das Ding ist für die Sorry, Tonne, sorry, but not sorry. Und spielt bessere Projekte, aber Fake Varo ist letzter Rotz. Ja. Laro. Laro ist nach Spieleraussagen das schlechteste Varo der Welt. Also anfangs, also was man dazu sagen muss, das Varo hat jetzt ungefähr, ich verfolge es immer noch mal mit, wurde jetzt viermal umbenannt. Anfangs hieß es André und Flo's Varo. Die IP war Varo mit 8 O's, plau.plaudus.me, also Plaudus Server kennt ihr ja, die muss man selber online stellen. Und ja, die sind schlechter als ein anderer Server. Ja, ist dann gestartet und es gab immer wieder Lags. Also ich rede jetzt über das erste Projekt, die haben noch ein zweites gemacht, da komme ich auch noch zu. Ja, und für die Spieleranzahl von 16 Leute hätte tatsächlich auch ein Artanus-Server gereicht. Es gab einen Restart, weil einige Spieler gestorben sind und dann der Owner, und man kennt es ja, wenn der Owner stirbt, muss man auch einen Restart machen, weil der Owner muss bis ins Finale kommen. Zudem wussten die Owner nicht, wie man das Plugin einrichtet. Spieler wie Pfirsichfisch haben es dann 5 Minuten vor Start des Cookie-Plugin eingerichtet. Ja, Y-Syntax, also dann gab es eine strittige Situation, Y-Syntax hat Feuerflow getötet. Ja, der Owner hatte voll die, das einmal jetzt so dahingestellt. Der andere Owner kam dann um die Ecke und hat sein Mate die ganze Zeit im Fight mit Potions, also er hat sich wiederbelebt und hat nochmal gegen den gefightet und hat den anderen die ganze Zeit mit Potions gehealt. Ja. Y-Syntax ist dann weggekommen, bei Squally wollte dann auch noch gegen die fighten. Der Owner hat wieder sein Mate gehealt, also Feuerflow hat Len, nee, doch Feuerflow hat Len gehealt, so. Und es hielt ihn immer weiter. Bei Squally wurde dann getötet. Y-Syntax hat den, kam dann von hinten an und hat den einen Owner getötet, weil er seine Brustplatte gerade nicht anhatte. Der Owner hat sich dann natürlich wiederbelebt und Y-Syntax hat 2 Strikes bekommen, weil man darf ja anscheinend keine Leute von hinten töten. Dafür hat er so viel Hate bekommen, dass das
Varo abgebrochen wurde. Feuerflow wurde dann auch Cookie reportet und für 4 Wochen wegen Admin-Abuse gebannt. Danach gab es nochmal Laro unter Len, den Echten. Das wurde tatsächlich auch noch am ersten Tag abgebrochen, da der Owner am ersten Tag starb und dann auch keinen Konsolenzugriff mehr hatte. Ich finde es relativ peinlich, es ist ein kleines Varo und es ist halt mies, lächerlich. Und wenn ihr das seht, joint einfach nicht so. Ganz ehrlich, ihr tut euch damit einen Gefallen und ihr müsst die ja nicht bestätigen. Ja, ich bin ja tatsächlich auch am Ende der Folge. Den Typen rein. Hi, wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, auch. Ich bin jetzt nicht auf dem Feldweg, aber ich kann mich nicht beschweren. Entspannt. Ja, ich wollte nur nett sein und Hallo sagen. Das Ja, war's. das ist doch schön. Ne? Dann move ich dich wieder zurück. Ist das halt so ein Hallo-Livestream, wo Ach, der alle Leute. verbrennt ja Das einfach ist mal ein die Staffel in der Wahnsinn. Mitte. Auf einen Hallo-Livestream hätte ich echt Bock. 999 km/h schnell. War der Ist das BTW geil. Jan wollte gerade. Recht geben, aber ein Megavaro 1, 2, 5 und auch unseren Mini-Varus sowie unseren Daily-ODVs kam es zu Lags. Dann fand ich es einfach nicht fair, dass du so weit in die Zukunft zurückreist, wo man noch, ja, in dem Sinne noch nicht so bekannt war. Und nochmal zu dem einen Punkt, du hattest gesagt, ja, ihr habt gute Regeln und deswegen kommt es nicht zu solchen Fragen. Also erstens, selbst wenn wir Regeln hätten, aber ich meine, was bringen uns unsere Regeln? Ja, ist halt einfach nicht so cool so. Also ich weiß nicht, inwiefern du das nachvollziehen kannst, aber wenn du mit drei, wenn, also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn du irgendwie damals mit 3 Jahren irgendwas kaputt gemacht hast und dann bist du irgendwann 30 Jahre und dann kommt deine Mutter an und sagt, ja, mit 3 Jahren hast du das und das kaputt gemacht, deswegen mache ich jetzt auch bei dir was kaputt. So verstehst du es halt genauso, als wenn du sagst, so ja, bei euren Projekten, wo ihr noch nicht so groß wart, hat es geleckt und jetzt mittlerweile, wo Woher wir mehr kennt ihr meine Erfahrung gesammelt haben, Eltern? leckt es halt. Wir als Serverleitung oder Server-Owner können nichts für, also wenn du das empfindest, dass es hier eine Toxie ist, dann ist das dein Empfinden, aber wir können nichts dafür, dass du es so empfindest und dass du dann trotzdem dich nicht richtig informierst und falsche Informationen verbreitest, halt einfach nicht geil. Welche Information war denn jetzt falsch? Ich habe jetzt. Ja, zum Beispiel, also dass unsere Server noch laggen, ist halt total Bullshit und ja. Ja, aber wenn ihr mir jetzt Wenn, sagt, es laggt nicht und dann geht ihr in Support rein und wollt Leute wiederbeleben wegen Lag-Kills, wir wollen die widerspricht sich Leute das doch nicht nicht. wiederbeleben, aber wenn die zu unseren Supportern gehen und sagen, ja, wir wurden scheinbar geleckelt, dann müssen wir uns darum kümmern. Oder wenn jemand sagt, keine Ahnung, der hatte für mich Range an, dann müssen wir das jedes Mal überprüfen. Ich meine, Und klar ist das nicht. Serverlecks können ja trotzdem immer passieren und wir können dann nicht sagen, nee, das kann ja nicht sein, dass geleckt hat, sondern wir können dann überprüfen, okay, hat es jetzt vielleicht doch einmal wirklich geleckt, obwohl wir normalerweise leckfreie Server haben. Aber ihr Wir wart können doch ja auf nicht dem einfach Server sagen, drauf, so, oder okay. nicht? Ihr wart doch als Spectator oder Spieler drauf auf dem Server, oder nicht? Ja. Ja, dann müsstet Es hat ja auch ihr. nicht geleckt. Das war Ja, halt einfach nur ein Beispiel. aber wenn es nicht geleckt hat, dann kann Ja, man okay, noch. dann nehmen wir halt einen Hacker als Beispiel. Sagen wir, jemand kommt in den Support rein und sagt, ja, jemand hat geleckt. Scheiße, das leckt. Wobei das halt aktuell einfach überhaupt nicht mehr zutrifft. Recht geben, aber ein Megavaro 1, 2, 5 und auch unseren Mini-Varus sowie unseren Daily-ODVs kam es zu Lags von den Jo Servern. Leute, kleiner Hinweis von mir, da Mega Events ja immer so doll rumlaggt, habe ich euch einen kleinen Clip rausgesucht, der Mega Events vielleicht helfen könnte. Also schaut doch mal rein. Lars. Die sind da. Okay, nee, warte, ich zieh durch, Gut Junge. und nimm das Kein Boot. Problem. Ich sag dir gleich, in der Luft Headshots Snipes von mit Jagdgewehr, am besten noch No-Scope, den Nee. Marodeure. Nicer Trick. Ja, Hat's dir so ein Headshot war richtig gegeben? Respekt. Schnieke. Schnieke. Ich muss aber noch irgendwie snipen. Ey, vielleicht kommt aus dem Lootjob besseres Internet raus. Finde ich gut. Lol. Stimmt, du hast eben das Hacker und so nicht gebannt werden. Also, abgesehen davon haben wir nicht viele Hacker und zweitens hat sich noch nie jemand über Hacker beschwert, weil Hacker innerhalb von 30 Sekunden weggebannt werden. Wir haben immer genügend Specs, also es gibt eigentlich keinen Moment, wo Leute auf dem Server drauf sind. Zumindest nicht zu aktiven Zeiten, wo dann nicht kurz jemand einmal drauf guckt und spackt. Ich meine, wenn in den Regeln steht, ja, Hacking ist verboten, aber. Ich meine, was bringen uns die Regeln? Wir müssen es halt immer überprüfen. Ja, aber wie gesagt, es werden nicht 30 Leute, 30 andere wegen Hacking reporten und Doch. Leckhillen. Wieso? Also, ja, dann würde es ja heißen, dass ihr 30
potenzielle Hacker drin habt. Nein, das heißt... ja auch, dass die Spieler einfach nur denken, dass sie, dass der andere gehackt hat. Und da, es kann manchmal sein, dass jemand gehackt hat, aber in den meisten Fällen ist es einfach so, dass der andere komplett legit war. Trotzdem müssen wir es halt überprüfen. Also, hat er gerade gesagt, jo, wir haben keine Hacker? Weil an der Stelle hätte ich einen Punkt. Denn die beiden Aufnahmen, die ich euch jetzt zeige, sind genau einen Tag nach dem Livestream entstanden, wo zwei Leute offensichtlich reingecheatet haben. Und da frage ich mich, wieso lügt der einfach mich eiskalt an im Stream? Aber guckt doch mal selber. You got your baby. Mich nicht mehr antworten kann. Varu kann nicht perfekt sein. Varu startet nie perfekt. Nein. Und dann sollst du nicht jedes Varu kritisieren. Ich gebe dir das Recht zum Kritisieren. Jeder gibt dir das Recht zum Kritisieren. Aber warum wegen jedem gleichen verwichsten Punkt? Du hast wegen dem Spawn kritisiert. Hast du mal den Spawn von Norris Varu gesehen? Na und? Ich würde das jetzt nicht Spawn nennen, aber ja. Ist ein Spawn? Ist halt ein Spawn? Warum sollte man sich einen guten Spawn raussuchen? Es ist ein Varu, da schaut keiner auf den Spawn. Eine Sekunde. Du hast sie perfekt daneben geworfen. Das hier nicht. Da schaust du drauf. Robin? Ja. Das gebe ich auch nicht bei meinen Videos, muss ich auch zugeben, aber bei meinen Videos. Ich würde mich jetzt nicht mit dir vergleichen, bin ich ehrlich. Soll er die Fehler, die Varu immer gemacht haben, etwa auslassen? Außerdem können auch mehrere Projekte den gleichen Fehler machen, wo ist denn das Problem? Nein, bei ihm geht das nicht. Die Tatsache ist einfach nur, dass du jedes Mal
Hast du mal irgendeinen anderen Grund oder so, wirklich, wo es wirklich sagen könnte, das Varo ist so schlecht, das spielt man ja nicht mehr. Kannst du mir Varo White sagen? Varo? Man muss aber ehrlich sagen, White Varo. Leute, die so ein Varo-Projekt führen, die würden bei so einem Video nur zu ihrem Varo-Projekt hinspulen und dann nur dieses anschauen. Das stimmt, wenn ja. Wenn du dann sagst, du hast hier und hier auf die und die Varos, die und die Punkte, die halt nicht zustimmen, es wird halt keiner anschauen. Die würden einfach nur zu ihrem Varus skippen und dann sehen, oh, ich habe ja aber nur einen Punkt falsch. Aber eigentlich ist es ja so 5-6 Punkte, die dann falsch laufen. Und welche Punkte wären das? Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen jetzt nicht in einem Satz 4 Videos... im Kollektiv benennen. Aber wenn du die im Kollektiv benennst, dann schaut es sich halt keiner an. Darum geht's. Ja, weil das Video ist so langweilig, dass ich fast gestorben wäre dabei. Dann guckst du doch bitte zu Ende an. Dieser Flop muss schreibt, dass das ein 1 gegen 6 ist. Ich finde, das ist kein 1 gegen 6, weil ich äußere mich auch einfach dazu und ich habe auch schon ein Video gegen ihn gemacht. Also ja. Und Alex hat auch eins gemacht. Gegen mich ein Video gemacht. Es dreht sich nicht alles um dich, Alter. Nein, es dreht sich nichts um dich. Nein, du bist nix. Es geht sich hier. Weil du tust so, wie du der schlauste Mann. Aber er hat mich Mann genannt. Nee, ich finde das Gespräch sehr anstrengend, weil ihr euch alle nicht gegenseitig aussprechen lasst und auch keine richtigen Gründe hier jetzt genannt werden. Ja. Also, du hast den Grund, dass die gleichen Sachen an verschiedenen Projekten kritisiert wurden. Das kann man halt einfach sagen: mehrere Projekte können den gleichen Fehler machen. Wenn man das dann erwähnt, wo ist das Problem? Also, wenn das eine Projekt den Fehler macht und das andere das auch macht, warum darf man dann nur eins davon kritisieren? Verstehe ich. Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Wir moven an die nächste. Für heute. Ich schneide euch natürlich noch Mega-Events rein. Ich weiß jetzt, ob es am Ende oder am Anfang kommt. Aber... das Projekt, ich habe jetzt viele Projekte gehabt, die einfach nur absoluter Trash sind. Es gibt Projekte, die ich einfach nicht steigern können. Also Norris Varo, Dead Varo, keine Ahnung, Laro macht auch immer nur eine Scheiße. Fate Varo, Unlustig Varo macht es relativ gut. Also ich glaube, da aus der Community kommt auch sehr viel Zuspruch. Toxische Spieler wie Rumba Klumba, ja, sei mal da so hingestellt, die gönnen es einfach anderen Leuten nicht. Soll halt selbst ein Projekt machen, aber ist ja zu viel beschäftigt mit seiner Copyright-Musik im Hintergrund. Ja, es haben sich auch einige bei Varox angemeldet, das geht ja auch demnächst los. Links zu guten Varos findet ihr in der Beschreibung, Quellen sind alle hinten jetzt angegeben oder halt im Video. Bei Fragen schreibt einfach, gegebenenfalls kann man nochmal einen Livestream machen. Wenn ihr reacten wollt, nö. Oder macht's halt richtig. Was ich jetzt aus den Livestreams so mitbekommen habe, eigentlich sind alle mies toxisch gewesen. Es gibt richtig nette Leute wie Jeransaurus, deswegen erwähne ich es jetzt nochmal. Varo.E hat viele Hoster, die Scheiße machen, wie Taka, zum Beispiel Taka Homie. Jeransaurus probiert trotzdem sein Bestes und kriegt es einigermaßen gut hin. Skyluke hat sich im Stream auch gut benommen, aber es gibt halt auch toxische Leute wie Raduzzi, die einfach sich nicht benehmen können. Und ja, es ist halt relativ komisch, was in der Varo-Szene abgeht. Guckt euch die Streams gerne an. Ich probiere jetzt auch nochmal einen neuen Part rauszuhauen. Wenn ihr helfen wollt, schreibt mich gerne an so. Ansonsten freue ich mich gerne aufs Feedback wieder in den Kommentaren. Und boykottiert einfach die Projekte. Ich kann nur drum bitten, nicht Neonazis wie den Norris Varo Owner zu unterstützen, denn Rechtsextremismus ist auch in Deutschland eine Straftat und sollte auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also, ja, unterstützt das nicht, haltet euch einfach fern von denen und dann passt das, dann sind wir alle klar, kommen wir alle klar miteinander. Und wenn ihr toxisch sein müsst, dann macht's halt, klärt das mit den Ownern, aber ja, haltet einfach die Leute raus, die sich gut spielen. Ich wurde von vielen angeschrieben, die sich einfach rausziehen wollten, weil es denen zu toxisch ist. Und ja, einfach sein lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und benehmt euch bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.
Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.